So, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Pokémon Togi Challenge. Mittlerweile sind wir im sechsten Part, aber ab jetzt werde ich die Parts nicht mehr beenden, sondern eine Komplettaufnahme machen. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal ein, zwei Stunden am Stück aufnehmen und die Parts nicht mehr beenden, wie ich es bisher getan habe. Außerdem nehmen wir ab jetzt in richtig HD auf, also nicht nur wie vorher im geschummelten HD, was man auch an der Aufnahmequalität gemerkt hat, sondern diesmal in richtigen HD. So, da es jetzt aber eine ganz schöne Weile her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe, muss ich gerade überlegen, was denn unsere nächsten Schritte so alles werden. Also, wie bereits erwähnt, an Wettbewerben werde ich nicht teilnehmen, da habe ich keine Lust zu. Eine Arena gibt es ja in der Stadt nicht, soweit ich weiß. Da haben wir Team Aqua. Was, wofür war das denn nochmal? Ist ja auch egal. Unsere Pokémon, wie sieht's denn mit denen eigentlich aus? Also ich meinte jetzt eigentlich mehr so KP. Ah, ja, okay, das sieht ja alles ganz gut aus. Muss ich nicht hier rein? Ich weiß es nicht mehr, denn die Saphir-Edition ist ja, wie ich bereits erwähnt hatte, schon eine ganz schöne Weile her. Aber ich glaube eher nicht, aber das ist, glaube ich, später relevant. Ja, dann glaube ich eigentlich, dass das hier alles ziemlich sinnfrei war, dass wir hier waren. Aber ich würde sagen, wir gehen mal nach unten, denn ich glaube, da gibt es einige Trainer, an denen wir uns versuchen könnten. Ich muss mal ganz kurz beim Mikro anders hinstellen. So, tut mir leid, aber es stand so extrem schief, dass mir das gerade gar nicht gefallen wollte. Gegen den haben wir schon gekämpft. Oh, das... das ist echt mies. So ein Sonnenschirm sieht doch aus wie eine riesige Blume, findest du nicht? Ups, da hat wohl jemand vergessen, sich in Skype auf beschäftigt zu stellen. Naja, das, das tut mir jetzt gerade leid, aber besser als nie. Vielleicht schneide ich das auch kurz raus. So, finde ich nicht okay. Tada, siehst du, mein Schwimmreifen ist ganz rund. Okay, ist ja kein Problem. Dann werden wir die zwei mal schnell den Garaus machen, ohne möglichst ohne den Pokémon zu verlieren natürlich. Ja, bla bla bla, ich speede mal nicht, denn ich glaube, dass mir das immer die Aufnahmen ein bisschen zerschießt. Oh, ja, Goro Eagle hier vorne zu haben ist natürlich sehr schlau, aber ich habe eigentlich keine Lust zu wechseln. Naja, wir werden mal schauen, ich denke nicht, dass eins dieser Pokémon Goro Eagle, Daumen bringen kann. Ich glaube es einfach mal nicht, ne? Ach ja, übrigens, ich denke, es wird dann schon oben sein, wenn ich das hier rausbringe. Aber wir werden mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Dragon Age 2 Let's Play starten. Für die Dragon Age 2 Fans unter uns, ich spiele das Spiel blind. Das heißt, ich würde es begrüßen, wenn ihr nicht unbedingt spoilern würdet. Das fände ich sehr... Wieso hat das Azurill überlebt? What the hell? Okay. Was zum Teufel ist da passiert? Hä? Was zum... Hä? Okay, muss ich nicht verstehen. Dann machen wir es eben so fertig. Alter, wobei ich war, die Dragon Age Fans unter euch. Natürlich, ich habe Dragon Age Origins und so weiter gezockt. Aber irgendwie hat sich damals Dragon Age aus meiner Reichweite... Hä? Was zum Teufel? Okay... hat sich damals Dragon Age 2 irgendwie aus meiner Reichweite geschummelt. Ist natürlich ein bisschen problematisch, aber nicht das Schlimmste. Und deswegen werde ich das in einem kleinen, wahrscheinlich um die 200 Part Let's Play nachholen. Natürlich werde ich dann nicht mehr allzu viel Zeit haben, irgendwas anderes aufzunehmen, außer Dragon Age und die Pokémon Tori Challenge. Ich hoffe, wir schaffen das alles überhaupt. Ich glaube zwar schon. Aber, ein bisschen Hoffnung muss man ja immer haben. Und ja, ich versuche hier gerade tot zu quatschen, weil ich die Kämpfe nicht mehr speeden kann, weil ich denke, dass es daran liegt, dass meine Camtasia-Aufnahmen so zerschossen waren. Also ich hoffe es zumindest mal, dass es daran lag. Wenn nicht, weiß ich es gerade nicht. Also ich denke zumindest, es lag am Speeden. Also wäre zumindest mal die logischste Erklärung, die ich mir vorstellen könnte. Aber naja.
Oh, schade. Horst gewinnt 96. Ja, wow, 96. Ich bin voll beeindruckt. Ich bin jeden Tag hier. Planschalrulla wurde ihn ja wohl. Ist ja scheißegal, Mann. Juckt mich gerade sowas von überhaupt nicht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Übrigens, falls ich manchmal zu schnell rede, tut mir das leid. Das ist einfach so. Das Wasser hier unten ist voll sauber. Ja, ist ja gut. Ich speed jetzt einfach mal wieder, weil ich keine Lust auf den Typ hab. Tick-Tacks! Okay. So, aber der Kampf hat mir jetzt immer noch nicht wirklich eröffnet, was wir denn noch machen sollen. Wir tun mal Lollo nach vorne. Ich glaube, gegen den Typ da haben wir noch nicht gekämpft und auch nicht gegen einen der beiden, falls sie überhaupt kämpfen. Ich weiß es gerade nicht. Das schenke ich dir. Pudersand. Naja, das habe ich jetzt auch kein Problem mit. Bin ich eigentlich sogar eher dankbar, bla bla bla. Und du? Wir brauchen ganz lange, um eine Sandburg zu bauen. Ah ja. Also ich denke, das da ist ein Trainer. Aber zuerst... endlich mal ausruhen. Naja, okay. Dann, hi. Ich habe meinen Anker in vielen Häfen der Welt geworfen. Okay, du hast deinen Anker geworfen. Ich werde aber jetzt wieder die Kämpfe speeden, falls es daran liegt, dass meine Camtasia-Aufnahmen immer zerschossen sind. Naja, dann kann ich jetzt auch nichts machen, aber wenn ich schon die Wieso ist bitte Absorber nicht sehr effektiv auf ein Wasser-Pokémon? Oder liegt es daran... Ach, natürlich, Wasserflug. Ah, das ist... Daran kann es natürlich liegen. Oh. Ich glaube, ich habe gerade ein... Naja, das passiert schon mal. Solange wir unser kleines Link-Arbor nicht verlieren, ist mir alles recht. Also, habe ich ja überhaupt kein Problem mit. Machen wir mal einen Ruckzuckhieb, damit wir das Viech auch down kriegen. Okay, wir nutzen mal eine Zornklinke, um das Viech da down zu kriegen. Jetzt bin ich etwas wütend. Dann eben Absorber. Was soll ich machen? Ich habe gerade keine Ahnung, was hier abgeht, aber ich find's schlecht. Naja, das passiert schon mal. Ich kenne mich mit der dritten Generation ja nicht wirklich aus, muss ich sagen. Ich war mehr so erste, zweite, dann wieder in der vierten voll dabei, aber in der dritten Generation, da habe ich irgendwie ein bisschen geschwänzt sozusagen. Was bist du eigentlich? Ja, wenn ich schwimmen gehe, bla bla bla. Okay, dann sind wir hier mit dem Strand schon mal durch. Ich werde ja natürlich auch jede Gelegenheit nutzen, um an Trainern zu trainieren, weil nur an wilden Pokémon dauert mir das immer etwas zu lang. Vielleicht muss ich die Aufnahme zwischendurch sogar kurz unterbrechen, um Offscreen-Training wieder einzuschieben. Das kann natürlich sein. Bla 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 bla. Okay. Dann, was machen wir denn dann jetzt? Ich weiß nicht, was ich hier ehrlich gesagt machen soll. Aber deswegen gehen wir jetzt einfach mal nach oben. Weil ich gerade nicht weiß, was ich machen muss. Okay, in Graphicport City. Ah, ich sollte doch... Ah, ja. Natürlich. Ah, ich bin doch so dumm. Hatte ich das glatt doch verpeilt. Das tut mir jetzt leid. Aber ich habe ja, wie gesagt, länger nicht gezockt. Also seid mir nicht allzu böse. Ich weiß, es ist natürlich jetzt ein kleinerer Fail. Aber das passiert schon mal. Es kann passieren. Es sollte natürlich jemanden von meinem Kaliber nicht passieren. Aber jetzt ist es schon zu spät für Ausreden. Die blablabla. Okay, da musste ich es auch nicht abgeben. Ist auch schön zu wissen. Muss ich es dann vielleicht hier abgeben? Ja, wenn das da dahin gehört und das da dahin, wo gehört das denn dann hin? Und was ist mit diesem Dingsbums? Arg! Ich werde das einfach nicht schlau draus. Ah, hallo, ich bin Bordma. Captain Brick hat mich damit beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Oh, das da, sind das die Devon-Waren? Aber, das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Captain Brick ist irgendwo hingegangen. Er sagte, er müsste etwas erledigen. Kann ich dich bitten, Captain Brick zu suchen, um dir das Paket zu bringen? Ja, das kannst du schon machen, aber ob ich das tun werde, ist natürlich jetzt die andere Frage. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie der Typ Captain Brick nochmal aussah und wo der denn nochmal ist, wäre das hilfreich, sagen wir es mal so, bla bla bla. Naja, das kommt jetzt ein bisschen ungelegen, ne? Aber egal. Ich werde den Typ schon wiederfinden. Ich weiß gerade nur nicht, ob der überhaupt in der Stadt hier ist oder ob der irgendwo anders ist. Da müsste ich jetzt ein bisschen nachdenken.
Naja, wie ihr merkt, bin ich übrigens ab jetzt auch immer näher am Mikro dran, damit ich nicht immer so weit weg klinge. Ich hoffe, das bringt der Audioqualität Verbesserung. Gucken wir mal da rein. Ach, das ist der Namensbewerter, hatte ich ja glatt vergessen. Dann gucken wir eben doch mal in die Wettbewerbshalle, weil ich gerade keine Ahnung habe, wo der ist. Also hier schon mal nicht. Gut. Ist ja schon mal gut zu wissen. Naja, mit dem brauchen wir gar nicht erst reden, der hat eh keine Ahnung. Sage ich jetzt einfach mal so. Was bist du denn? Ah, ja, ja, genau, das ist der Radweg-Typi. Der interessiert ja so. Ah, ja, das irritiert mich jetzt etwas. Bla, bla, bla. Ah, ja, okay, der Typ hier will Krawall machen. Ist kein Problem. Das heißt, nach Graffitport kommen wir erst. Also, da kommen wir erst wieder raus, sozusagen. Wenn ich Captain Brick sein ach so tolles Paket gebracht habe. Wenn ich denn nur wüsste, wo der Typ steckt. Hier vielleicht? Bla bla bla, du suchst das Schiff, bla 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 bla. Ich weiß, der hatte irgendeinen besonderen Sprite, das war nicht irgendwie so ein Standardkerl hier. Aber mein Problem ist, dass ich gerade echt nicht mal den Hauch einer Peilung habe, wo der Typ sein kann. Aber naja, so ist das, wenn man einen Pack Blind Let's Play und wenn man vor allem die Smaragd-Edition in seinem Leben nie gespielt hat, sondern nur ein einziges Mal die Rubin-Edition. Ich muss ja echt sagen, ich bin nicht stolz auf mich, dass ich die dritte Generation so, naja, sagen wir mal, schleifen lassen. Echt nicht. Ah ja, okay, das war das hier, ist aber auch nicht mit Captain Brick verbunden. Wir könnten ja mal den Typ da unten fragen, was so abgeht. Okay. Der sagt uns auch nur, dass wir zurück nach Faustau könnten. Bla bla bla, Tipps für Trainer, bla bla bla. Ich bin gerade verwirrt, falls man es nicht merkt. Ich denke, wir finden den Typ schon, wenn ich nur wüsste, wie, wo und überhaupt. Ich war noch nicht im Pokémon-Markt, vielleicht gucken wir mal da. Ich glaube aber, irgendwie hatte das was mit Team Aqua zu tun. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ach ja, jetzt ist Team Aqua auch weg, weil wir jetzt ja... Ah, ja, 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 ja. Oh Gott, ich bin doch so dumm. Manchmal, ja, ja. Man muss halt hier echt 50 Poké zahlen, aber ich glaube, dass man dann dadurch hier mit Captain Brick... war das dann der hier? Ah, das ist Brick. Ah, das müssen die Stücke sein, wa? Die ich Mr. Drum von der Dämmerware bestellt habe. Dankeschön, das ist großartig. Nun können wir die Expedition vorbereiten. Wartet, das ist doch viel zu schwer für euch. Wir nehmen das an uns. Was? Wer seid ihr überhaupt eigentlich, hä? Wir sind Team Aqua. Unser Boss will diese Dinge haben. Also hört auf zu labern und lasst die Teile rüberwachsen. Das sehe ich aber hier mal anders. Wir kämpfen mal schnell gegen Team Aqua Rüpel. Ach ja, wie ich die Gegnermusik immer schön liebe. Ah, Kanivana. Los, Link Arbor. Ich denke, mit Link Arbor dürfen wir hier eine gute Wahl am Start haben. Wir nehmen mal Absorber. Weil es ja nicht schaden kann, so an sich gesehen, denke ich mal. So, Kanivana ist auch schon down. Ist ja nicht schlecht, nicht wahr? Ah, ja. Link Arbor erreicht sogar schon Stufe 24. Sehr geil. Damit sind wir mit dem Rübel hier fertig. Bla 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 bla. Rübel geschwaffen. Oh Mann, was für ein Desaster. Mann, der Boss wird echt sauer sein. Na, du Waschlappei. Geh mal aus dem Weg, ey. Ich werd doch schon schaukele. Okay, mein Freund, mit dir sollte ich eigentlich auch noch irgendwie klarkommen. Hoffe ich zumindest mal. Ja, ja, Team Aquarübel, ein Zubat. Habe ich dann irgendwas... Nom, 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 nom. Ich weiß gerade nicht, was Zubat für ein Typ ist. Deswegen werden wir einfach mal stur drauf losballern. Kanivana, na dann bleiben wir doch gleich mal mit Link Arbor vorne. Ja. Ist ja trotzdem sehr effektiv, nur ziemlich schwach. Ach ja, Kanivana hat ja die hübsche Fähigkeit Rauhaut, die einem KP abzieht. Aber wie ich bereits gesagt habe, bin ich ja nicht sehr bewandert in der dritten Generation und kenne auch jetzt gerade nicht alle Typen und Fähigkeiten. Aber naja, damit sollte ich eigentlich klarkommen. Oh, der Team Aquaboss.
Ich bin gekommen, um zu sehen, warum ihr so lange braucht. Und was sehe ich? Ihr Idioten lasst euch von einem kleinen Kind die Suppe versalzen. Wir sind Team Aqua und lieben das Meer. Und ich bin Team Aquas Boss, Adrian. Wieso mischst du dich in unsere Angelegenheiten ein? Nein, das kann nicht sein. Du bist doch nicht von Team Magma. Warte mal, das stimmt doch einfach nicht. Du bist gar nicht danach angezogen. Punkt, Punkt, Punkt. Pokémon, Menschen, alles Leben basiert auf den Kräften des Meeres. Daher setzt Team Aqua sich für die Ausweitung des Meeres ein. Meinst du nicht auch, dass wir uns eine großartige Aufgabe gestellt haben? Du bist wahrscheinlich noch zu klein. Du kannst unsere Ideale einfach noch nicht verstehen. Aber wenn du dich jemals wieder gegen uns stellst, wirst du die Konsequenzen zu spüren bekommen. Vergiss das nicht. Epischer Abgang. Du bist rutscht, wa? Wow, das war eine kritische Situation. Danke, dass du mich gerettet hast. Oh, fast hätte ich vergessen, dass du unsere Teile von den Devon-Waren gebracht hast. Horst übergibt Devon-Waren. Also nur mal so angemerkt. Hoppa, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresgrund aufbrechen. Danke und entschuldige mich nun. Du kannst dir hier ruhig alles in Ruhe anschauen, wenn du magst. Okay, lieber Captain Brick, was auch immer Sie für einen Akzent sprechen, soll mir recht sein. Huch, ein Team Aquarübel ist übrig geblieben. Ei, was machst du denn hier? Ich bin von Team Aqua. Du hast mich in den Boden gestampft. Erinnerst du dich? Im Hitzerflurtunnel. Hier, das für dich. Vergeben und vergessen, Mann. TM46. Hui. Was? TM46? Danke. Okay. Mit dieser DM kannst du mehr anfangen, als ich es kann. Ich hoffe, du läufst mir nie mehr über den Weg. Muah! Die Rache! Okay, sind wir mit dem auch mal durch? Was immer das war. Huch, wir bist... Ach, ja. Wie? Ja, ich bin mir sicher, ich habe dich irgendwo schon mal gesehen. Ich bin mir fast sicher, aber ich habe mir hier eigentlich schon vorgestellt. Ich bin Scott. Eben ist Team Aqua von hier geflohen, als seien sie eine Horde Hornissen hinterher. Lass mich raten, du hast sie verjagt, ne? Ja, das war ich. Vielleicht. Dieser Trainer, vielleicht. Sehr gut. Ich denke, wir werden gute Freunde werden. Also, hoffe ich jetzt mal. Wir haben uns gerade vor 3 Sekunden kennengelernt, aber wir sollten gute Freunde werden. Ne, wir sollten uns irgendeinen Pokénavs so eintragen. Dieser Scott. Okay, Pokémon habt ihr gut gemacht. Dieser Scott wurde in den Pokénav eingetragen. Ich würde dich gerne auf einen deinen Weg begleiten, aber natürlich möchte ich auch andere Talente im Auge behalten. Daher werde ich jetzt andere Orte besuchen. Wir sehen uns, Horst. Woher kennt ihr meinen Namen? Hilfe! Okay, dann sind wir jetzt schon mal hiermit durch. Unsere Pokémon wurden ja gerade geheilt, wenn ich das Geräusch richtig interpretiere. Genau. Das war das Wort, das ich vergeblich gesucht hatte. Ahoi! Für dich fahre ich jederzeit wieder raus. Nun, wo soll es hingehen? Okay. Ich dachte eigentlich, wir müssten jetzt zurück zu den Devon-Waren, aber dem ist wohl nicht so. So langsam wäre es auch mal Zeit für ein Fahrrad, ganz ehrlich. Also, so ganz allmählich. Hätte ich schon mal Bock auf ein Fahrrad. Ah, ich kann mir hier ein neues... Ah, der Professor. Oh, Horst! Ich dachte mir schon, dass ich dich hier treffe. Und wo mag Maike sein? Hier nicht. Ach so, ihr beiden seid nicht zusammen unterwegs? Wie seltsam, in dem Anime war das doch so. Naja, ich hab schon davon gehört, dein Pokénav ist mit dem Trainerhufsystem ausgerüstet worden. Dann werde ich dich in meinem Pokénav-Verzeichnis eintragen. So kann ich deine Pokédex beurteilen, auch wenn du weiter weg bist. Okay.